Ja, und das ist jetzt wieder eine kleine Bewaffnet, Nebenaufgabe. Verstand geschärft, bereit Da müssen loszuschlagen. wir einfach hier weiter auf dem Friedhof spazieren laufen. Vielleicht sehen wir auch diejenige Person schon. Oder ist auf dem Friedhof vielleicht Kann zu... ich irgendwie Mein Mann behilflich ist tot. sein? Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mich alleine lassen würdet. Ja, in irgendeiner Gruft waren doch diese drei Zombies, die mal geschlagen haben. Achso, das war hier, genau. Und da oben waren auch drei Untote, aber die will ich jetzt nicht unbedingt bekämpfen. Ah, Können wir jetzt langsam mal mit der Metzelei da ist er anfangen, ja? sogar. Cool. Dann rede ich mal mit dem Oder Paladin. Platz, Bösewichter! Sieht alles, wissen Eiliger Sie es Halt und auf dem seid Durchmarsch! gerichtet. Komm her, ich segne, ich sende euch Grüße, mein Fürst. An diesem dunkelsten aller Tage. Mein Name ist Kamir, Paladin des Helms. Ich bitte euch um Vergebung, dass mein Benehmen nicht freundlicher ist. Was führt euch hierher? Ich bin nicht anders als die meisten, die hierher kommen. Mein Sohn liegt in jenem kleinen Grabe. Ich habe mein Eid gebrochen, den Jungen zu beschützen, und er ist mir genommen worden. Ihr habt euren Eid gebrochen? Dann sollte euch das leid tun. Ich verstehe, ich überlasse euch dann eurer Trauer. Ich bin mir sicher, dass es keinen Grund gibt, euch selbst die Schuld zu geben. Ihr wisst nicht, wovon ihr sprecht. Wenn ich auch überzeugt davon bin, dass ihr es gut meint. Ich habe mich des Jungen angenommen, als seine Mutter in den Bergen von miesen Orks niedergemetzelt wurde. Ich kannte ihre Namen nicht und konnte sie nicht mehr retten, nachdem sie die Orks getötet hatte. Sie übergab mir ihren Sohn. Ich habe ihr geschworen, auf ihn aufzupassen, als wäre es mein eigener. Und das habe ich auch, zumindest bis dahin. Habe den Jungen sehr geliebt. Stefan habe ich ihn genannt. Ein starker, ehrlicher Junge. Aber die Pflicht hat mich nach Tethyr gerufen. Bei meiner Rückkehr musste ich feststellen, dass Stefan von Straßenräubern abgeschlachtet worden ist. Ich hätte für ihn da sein sollen. Ihr habt getan, was ihr tun konntet. Es trifft euch keine Schuld. Doch, ich habe mein Eid gebrochen und ich weiß nicht, wie ich mein Versagen wieder gut machen kann. Wenn es nur einen Weg geben würde, ich würde ihn freudig gehen. Vielleicht weiß ich einen. Ganz hier in der Nähe hält sich ein Waisenmädchen auf, begleitet von einem Priester des Latander. Vielleicht wäre eine Wiedergutmachung, wenn ihr euch um das Kind kümmert? Eine Waise, sagt ihr? Vielleicht. Vielleicht wäre das ein Weg, mein Vergehen wieder gut zu machen. Habt Dank, mein Fürst. Ich werde mich sofort auf den Weg machen und mit ihm sprechen. So, dann haben wir diese Aufgabe erledigt, sozusagen. Auf euren Befehl hin werde ich vorrücken. Zeigt die Richtung. Helm wird mir den Dieser Weg weisen. Kollege wird jetzt nämlich da runterlaufen. Das können wir noch schnell mit begleiten, sozusagen. Der wird jetzt, dann laufen wir da schnell auch noch hinterher. Und schauen uns die Sache schnell an. Nehmen die Sachen mal unter die Lupe, sozusagen. Helm sieht alles, wisse dies und seid gerichtet. Grüße an euch beide. Ich habe gehört, dass das Mädchen einen Vormund braucht. Ihr seid der Paladin, nicht wahr? Ich freue mich, euch kennenzulernen. Und dies hier ist... Risa, mein Name ist der Risa. Ja, freue mich, zustimmen zu können. Das hier ist Risa. Hallo Risa, ich freue mich, euch kennenzulernen. Seid ihr ein Ritter? Eure Rüstung glänzt so hübsch. Ich bin ein Paladin, Kleines, so etwas wie ein Ritter. Ihr hattet strikte Vorgaben bezüglich der Verehrung Helms ein. Wisst ihr, wer Helm ist? Nein. Dann könnte ich das lernen. Ja, ich könnte es euch lehren. Möchtet ihr das, Risa? Habt ihr keine Kinder? Nein, leider ist mein Sohn kürzlich gestorben. Oh, ihr müsst ja ganz traurig sein. Ja, das bin ich. Ich vermisse ihn sehr. Ich glaube allerdings, dass er es gut fände, dass ich auf euch aufpasse.
Das heißt, wenn ihr das möchtet. Okay, wo lebt ihr? Kommt, ich zeige euch die Kirche. Seid gedankt, Geistlicher. Und ein Dank auch an euch, mein Fürst. Ich bin außerordentlich dankbar. Jetzt haben wir nochmal 3000 Erfahrungspunkte bekommen und wir haben den Ziehvater für Risa gefunden. Und somit diese Aufgabe erledigt. Die Hand zum Gruße entgegen. Ich bin für diese Wendung der Ereignisse so dankbar. Latandas größter Segen auf euch für die Rolle, die ihr in diesem Stück innehabt. Manchmal kann Ferun ein wirklich freundlicher Ort sein. Ihr zeigt ja, dafür gab es leider dann keine Erfahrungspunkte mehr. Doppelt gemoppelt Helfer, so wie es so schön heißt, gell? Hat. Wenn es nicht der Orden tut, dann werden die Götter die Menschen für diese Sünden zerschmettern. Und Amon musste sich natürlich mal wieder zu Wort melden. Wie kann es auch anders sein? So. Dann mache ich jetzt hier erstmal einen Quick Save. Und dann gehe ich noch schnell mal hier rein. Ist das jetzt ein Grabmal oder ist das... Oh, das ist der Gruftkönig, der mich vorher gekillt hat, gell? Die Dienerin der Natur ist bereit. Jo, ich glaube, der hat mich doch vorher gekillt. Das war, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin also, wenn untergerecht. Ich mich nicht täusche, war das der Gruftkönig, der mich zu vorher euren gekillt Diensten. Hat. Was ist nun was? Los? Schwerter statt Wörter. So, ich mach mal hier den Beeinflussungsring. Zack. Bereit und befähigt. Und dann mache ich noch... Nini. Hier erstmal senke ich seine Rettungswürfe. Jetzt kann ich euch von eurem Irrglauben los und ihr schaut jetzt... Koordinierte Verteidigung. Erstmal hier. Minsk und ja, aber er knüppelt mir einen Hit mit 38 rein. Klar! Einen Schritt zur Seite. Ja, logisch. Komm mir einen Hit mit 38 rein. Ey. Ja. Gib's mir richtig dreckig, Alter. Ey. Auf euren Befehl hin werde ich vorrücken. So soll es geschehen. Ja. Und gut dazu. Okay. So. Ja. Dann hau ich hier erstmal Hass rein, weil schon wird das nicht. Meinen Zorn sollt ihr spüren. Ja, so, hat sie den Zauber ganz meine Meinung. Gekriegt? Doch, hat sie doch gekriegt. Jeder Chab stürzt dich in mein Schwert, Böses, so. Solange du noch kannst. Denn aber Minsk doch. Wird dir keinen solch einfachen Tod gönnen. Haben wir nicht ein bisschen Angst? Benötigt. Ja, ich weiß. Ich bin wie ihr wollt. Bereit und befähigt, aber ja. Wurde ja, aber okay, auch Zeit komm. Schon erledigt. Boah, kannst du einmal dich entscheiden, wenn du jetzt sagt mir nur, was wenn ihr meint. Angreifen willst. Bewaffnet, so. Die Gerechtigkeit soll okay, komm. Haut den scheiß Tippen um. Wir sind allesamt Helden. Ihr, ja? Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt. Frohlocket! Ja, Minsk, ist sprecht gut. Sprecht frei heraus, aber gerne. Ich mache eine Heilung. So, und es gab 15.000 Erfahrungspunkte. Boah, der Fight hat sich richtig gelohnt, hey. So, und endlich hat Rachel auch wieder mal einen Level Up. Und somit, jetzt kommt's nämlich. Passt auf, Leute. Stufe aufsteigen. Ich habe wieder meine Kansai-Fertigkeiten. Ja, Schlösser, da werde ich jetzt nur noch 3 Punkte reinschmeißen. Denn jetzt kommt's mir hier auf leise Bewegen an. Und Taschendiebstahl. Taschendiebstahl, ja, noch.
machen wir 64 und so, 64, genau. Einverstanden. Jawohl, ja. Und jetzt hat sie nämlich wieder ihren ETW 04. Und jetzt kann sie auch wieder fett mit zwei Waffen fighten. Wenn ich jetzt noch ein Schwert hätte, was hat sie denn für Fertigkeiten? Langschwert hat sie 2, Kurzschwert, Katana, Krummsäbel und Kampfstimme 2 Waffen hat sie. Also, wo ist das Katana? Wo ist denn ihr fettes Katana hin? Ich hatte doch einen Katana. Aber das ist Langschwert plus 1. Okay. Ja gut, wenn ich nur ein Langschwert plus 1 im Moment habe, dann habe ich halt nur 1. Ja, dann hab ich halt nur 1. Da muss ich mal halt schauen, dass ich mir noch ein zweites Langschwert besorge. Aber das ist ja kein Problem, denn der hat bestimmt auch einen guten Loot geschaffen. Ja, und der hat sogar ein Schwert hinterlassen. So, Helm. Kein Bonus auf Rüstungsklasse. Schützt den Träger vor kritischen Treffern nur. Die trägt den Infravisionshelm. Aber ich glaube, Armoin hat keinen Helm. Ah doch, der hat aber so einen Scheißhelm, der. So einen Gay-Helm, ja, dann kriegt er halt den Helm. Und was hatte der Sag sonst mir noch? Nur, was Achso, ich ja, tun soll. Dieses magische Schwert hat er gehabt, gell? Langschwert. Nicht identifiziert. Identifizieren. Schrift. Namara plus 2. Kann dreimal täglich Stille. 4,5 Meter Radius wirken. 1W8 plus 4 Klingen. Faktor. Ja, schöne, schöne Waffe. Die hauen wir gleich in die Offhand. Klack. Ja, unsere Metzlerin, Meuchelmeisterin ist wieder unterwegs. Streitachs, die können wir auch noch schnell identifizieren. Das ist eine Streitachs plus 2. Das gibt Geld. Die können wir zu Geld machen. Weil dann hier haben wir nämlich eine Streitachs plus 3. Ja, und dann machen wir noch schnell die Truhe hier auch noch. Hey. Gaffen wir noch die Truhe. Dauert nur ein Sekündchen. Ja, zeig genau, die Richtung mit dem noch. Schwert und ich also werde ich glaube, das habe ich ja sowieso schon gemacht, aber egal. Mhm. Ja, ich mache hier noch schnell meine Fähigkeiten. Die Dienerin der Natur ist bereit. Du kannst auch heilen. Ja, hier dann. Benötigt ihr etwas? So, zack, zack, zack. Hier kurz alle mal durchheilen. Ich höre euch bestens. So, hier alle mal noch richtig durchheilen hier. Ich warte auf euren Befehl. So, gleich da unten ein. So, haben wir kurz und haben uns kurz geheilt. So, was gibt's denn hier schönes? Oh, ein fetter Zauberspruch diesmal. Abbild. Oh, der ist auch sehr nice. Der ist auch was wert. Der ist auch ziemlich schick, der Spruch. Abbild. Ja, das ist die geschmuggelte Lieferung. Männlein, der ausgestopfte Bär, ja, den müsst man ja eigentlich an, braucht an ihr was? Bringen. An Welling bringen, aber der da, der ja nicht da ist. Genau wie ich mir dachte. Ja, schon unterwegs. Sagt mir schon keine fast Falle? Erledigt. Glaube ich doch gar nicht. So, ich habe mal das Schloss geknackt. Und ein billiger Blutstein, ey. Ja, ich könnte ja jetzt schon wieder fast an die Decke gehen, ey, bei dem Scheißloot, ey. Billiger Edelstein drin, ey. Ihr zertretet! Boah, das ist ja mal richtig mies, ey. Richtig gemeiner Loot, ey. Siehst du die Schlacht, Bo? So, jetzt versuche ich es hier nochmal schnell mit den drei Scheißviechern. Mit den scheiß drei Untoten hier, komm. Versuche ich den Kampf auch noch schnell. Vielleicht schaffen wir den auch noch. Dann haben wir nämlich alles weg. Hier. Zu euren Diensten. So. Du machst Untote. Untote Plätten, ey. So, du verbannst sie. Ich bin bereit. Du tust auch den verbannen, Yachira. Ja. Und für dich gibt's dann noch. Wenn ich jetzt Schädelfalle wieder zauber, dann wird's wieder. Boah.
Tja, wird wieder giftig, wird es auf jeden Fall gefährlich. Ah, ich mach wieder Hass, egal, komm. Verbannt, verdammt. Wurde aber auch Zeit. Mhm. So, jetzt zeige ich euch mal, was an den Spruchen so cool ist, wenn die verdammt sind. Sprecht frei heraus. Was dieses Verdammt eigentlich bringt? Hätte ich auch gemacht. Minsk, so, Minsk und Bo, darf zuschlagen. Macht Platz, Bösewichter! Eiliger Held auf dem Durchmarsch! Was kann die jetzt? Ach so, Stille kann sie kassen. Ja. Stille brauche ich nicht. Du kannst dich okay. Gerne aber um den Mob kümmern. Du kannst dich gerne um den Mob kümmern. Benötigt ihr etwas? Nun dann, vorwärts! So, und vieren kann ich dann natürlich auch. Wir müssen auch schnell mitvieren. Untote vertreiben, ey. Dass sie mich auch ja nicht verfolgen, ey. Aua. Braucht ihr was? Rachel eine mitbekommen. Aber klar doch. So, komm, rein um. So, der Ost ist platt. So, das gibt nämlich nochmal schöne zweihändige Schwerter. Ja, jetzt kann sie es nämlich auch entdecken, also entschärfen. Was halt nicht entschärfen, aber sie findet jetzt, sie weiß jetzt wenigstens, was es ist. Wo sind die anderen zwei? Da waren doch noch zwei. Wo sind die anderen? Sind die anderen zwei Leichen? Komm! Such nach Fallen, Süße. Keine Fallen. Na, dann hole ich halt das Geld so raus. Ja, Gott, der Ring, den kann ich auch blättern lassen, ey. Bo sagt, ja bitte? Ja, muss ich da jetzt wieder rausgehen. Vielleicht nicht hier draußen klappen, oder? Ich zittere. Ja. So sieht's aus, ey. Zeigt die Richtung mit dem Schwert und ich werde angreifen. So, Mumie. Plätten, ey. Mumie stirbt. Ihr zeigt mir so, wohin. Jetzt machen wir noch die andere Mumie auch noch platt. Kritischer Fehlschlag am Mohen. Hoho. Das hat gesessen. Ja, das glaube ich dir, dass das gesessen hatte. Denn Minsk wird dir keinen solchen. Okay, jetzt haben wir das auch hier schon erledigt. Auch endlich erledigt. Oh, da gibt es auch noch einen Eingang. Hä? Boah, habe ich so viel. Ah, okay. Ah ja, okay, das ist eigentlich nichts Wichtiges hier. Da ist später normalerweise eigentlich, wenn ihr Nalia in der Gruppe habt, ist der Punkt hier später wichtig. Das ist nämlich ein Begräbnis, findet hier dann statt. Jetzt gehen wir hier mal noch schnell rein. Ja, da war ich doch schon drin. Trete zur Seite! Hier so, kommt die Gerechtigkeit! Schon verstanden! Hä, hey, wie? Verschlossen. Keine Falle? Ja, wie ihr wünscht. Keine Falle? Yep. Dauert okay. Nur ein Sekündchen. Ein billiger Spruch. Ah, diesmal wirklich ganz billiger Spruch, ey. Level 1 Spruch, ey. Brennende Hände, oh toll, der Spruch, der überhaupt nicht Minsk springt, und Bo, siehst du die Schlacht? So, ihr zwei. Alle, besser gesagt. Ah, jetzt sind sie wieder erschöpft. Platz, Bösewichter! Ja. Eiliger Held auf dem Durchmarsch! Ja, ist ja gut. Sind sie halt erschöpft. Ich verlange, dass wir Halt machen. Oh, ja. Unsere Tage waren nie derart lang. Selbst als ich noch Soldaten des Ordens führte. Halt dein Gosch. Mach jetzt bestimmt keine Rast. Wie viel ist es? Oh. Ja, ich würde sagen, ich speichere jetzt hier mal und beende diese Aufnahmesession mit Baldur's Gate 2 und ich überschreibe damit einen weiteren Spielstand oder ja, hier Festung anfangen, das können wir überschreiben und ich schreibe das hier Friedhof.
und verabschiede mich damit für heute und sage ciao, bye bye. Wir sehen uns bald wieder in Skyrim oder auch hier in Baldur's Gate. Bis dann. Ich muss mich ausruhen.